Denk daran, dass du Wolle dort hast, die brennt, ne? Ja, guck. Dann, da. Ach, die Dinge. Da, die sind hier auch. Guck, da. Ah, ich sehe. Okay, hab mir mal die Idee geklaut. So sind sie, weißt du? Lädst sie ein, klauen sie Idee. Na, eigentlich wollte ich ja ganz hoch, eigentlich wollte ich ja ganz andere Lampen hier einbauen, aber. So, Wuffi, kannst du damit kommen. Oh, du hast ja den Schwanz so weit unten. Warte mal, kriegst mal ein bisschen Fleisch von mir. Ich glaube, daran liegt das nicht. Ach, du Schwein, du. Hä? Du schon wieder Ding. Wieso nimmt er denn den. Aber sonst war das doch immer so. Sonst nimmt er doch den Schwanz immer hoch, wenn er genug zu essen hatte. Okay. Lassen wir das. So. Hier ist es noch ein bisschen zu dunkel. Dann muss ich mal hier noch ein bisschen Fackeln hinmachen. Okay, hier halten sie nicht dran. Das ist ja doof. So, 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 so. So, hier ist es ja hell genug. Hier oben ist es auch hell genug. Helga. Helga? Ruft sie gerade an, oder was? Nein. Du hast gesagt hell genug. Da habe ich gesagt Helga. Bist du, Wuffi? Hallo. Abgehauen, der kleine Ziegenbuddel. Siehst du, da könnte ich eigentlich eine Lampe hinstellen. Könnte ich ja hier eigentlich das gleiche machen, ne? Da ist ja der kleine Wuffi. Na, du. Geklaut und für gut befunden. Naja, gut nicht, aber. Nein, nein, alles gut, gefällt mir. Was das meinte eine... ich jetzt nicht. Aber... Hast du mir hier eine Platte vor die Tür gelegt, Bengel? Nein. Ich dachte schon. So, jetzt müsste ich mir hier eigentlich noch eine Laterne hier hinstellen. Mal sehen, wie der von da oben aussieht. Ja, genau. Oh, sehr... hallo, Wuffi! Ey, das ist ja eine Hütte, ey. Oh, Fusch am Bau hier schon wieder. Ah, Wuffi ist schon wieder hier ins Haus gespawnt. Ach stimmt, ja, da hat ja der Bengel vorhin gesessen hier, deswegen konnte ich da ja nichts hinbauen. So, was ist das hier? Hier fehlt ein Stein. Machen wir erstmal Tag. Und dann machen wir. Wo ist denn hier? Wetter Clear. Da war er eben. Da, ach, hatte ich ja, war ja schon. Oh Gott, hab ich eine Panne. Sag mal, René, zensierst du deine Videos eigentlich? Nein, warum? Okay. Ich frag nur. Was machst du da? Machst du da irgendwelche schmutzigen Bilder an die Wand? Nein, deswegen nicht. Oder meinst du wegen meinem dusseligen Gelaber? Du bist kaputt. Hm? Nö, ich meine so, war nur so und so. Meint ja nur. Hätte sein können, sonst kriegst du hier nachher noch ein Copyright. So. Das wegen meinem Gejaule? Ja. Wieso? Das sind Lieder, die man sich frei bei YouTube runterladen durfte. Aber nicht, was du gesungen hast. Klar. Das ist, das läuft doch hier gerade. Dann hast du. Alles klar. Alles klar. Das ist doch ein ganz normales
ja, keine Ahnung, Rumba, Cha-Cha-Cha, Lied hier oder was das hier für ein Hottentotten sein soll. Ja. Unser Haus nimmt ja hier schon mal Gestalt. Ne? Eigentlich fehlt noch ein Mädel hier, weißt du das? Macht da jetzt nichts zu. Wieso nicht? Aber das wäre doch mal was. Take your brain on, please. What? Please hold the line? Oh nee, jetzt fängt er auch schon damit an. Ich werde gleich mal mein Handy in der Hand nehmen. Und dann werde ich mal kicken, ob sich der DHL-Status geändert hat. Oder ob der immer noch bei der Abholung ist. Der holt immer noch ab. So, Meister, wenn du gerade nichts zu tun hast, kannst du mal kommen. Also erscheinen. Ich komme gleich. Wenn du dann hierher rübergeflogen kommst und du siehst das Viereck, dann weißt du schon, was ich vorhab. Oder wozu ich wieder Hilfe brauche. Ach, hat er schon wieder Gras gesät, Mann. Yep. Ist bloß ein ganz kleines Viereck. Setz dir mal hin da, Wofi. Ja, ja, ja. Aber trotzdem, falls hier noch ein Mädel mitmachen will, darf gerne hier mit herkommen. Oh, was macht er denn hier mittendrin? Ey, mach das mal so, wie ich das mache. Der geht euch wieder. Oh, der macht schon wieder alles kaputt, hier, der Bengel. Mach doch immer in einer Reihe, guck mal. So, nein, das, da kommst du doch nicht voran. So bist du viel schneller. Ja, du gehst auch schneller, du. Musst nur die Löcher treffen. Oh, Bengel. Wer das falsch versteht, kann ich ja nichts für. Also letztendlich dauert es dann mit den Löchertreffen viel länger, als wenn man immer die Reihe durchgeht hier. Einfach die linke Maustaste gedrückt halten und immer Bus gehen. Oh, dann nehme ich schon wieder fast 2 Stunden auf, ey. Oh, hat er mir schon wieder mein Viereck hier kaputt gemacht, der Bengel. Wenn einer von draußen hört, der muss auch denken, wa? Wie wir beide miteinander reden, wa? Ja, ne? Aber wir machen ja bloß Spaß. Stimmt's, Gunnar? Ja, ja. Ja, ja, ich leck mich am Arsch. Ey, hinmachen, habe ich gesagt, nicht wegmachen. So, zisch ab, sonst spreng ich dir das Haus weg. Ach, nee, du. Du bist mir schon so eine Marke, du. So eine Hausmarke. Ja, ja, so ist das. Oh, er gibt mal Geräusche von sich. Ich hab nichts gemacht. Ich weiß von nix. Mensch, mir fällt gerade ein. Ich muss ja hier noch den Weg dann wieder neu machen. Ich glaube immer 3 Stück, ne?
1, 2, 3. Jetzt nicht so, als ob du zählst. Hallo. Meine zwei Schuljahre haben sich bezahlt gemacht, ja? Echt? Na aber, hast du Öschdienst? Immer. Ah nee, lieber nicht. Das hört sich doof an mit dem Öschdienst. Ich glaube, das ist vorbei mit dem Öschdienst. Das ist nicht mehr lustig. Nehme ich jedenfalls mal an. Dann nennen wir das ab jetzt anders. Ja, wie denn? Keine Ahnung. Macht ihr einen Plan? Keine Ahnung nennen wir das? Ach, keine Ahnung nennen wir das. Nein, wir nennen das Macht ihr einen Plan. Weißt du? Nee, weiß ich nicht. Weißt du das? Ja. Ach, Wuffi, du sitzt schon wieder im Weg. Oh, irgendwie bin ich müde. Och, kein Scheiß. Tust du noch so, als ob du müde wärst? Nee. Ich weiß gar nicht, wie du auf sowas kommst. Ach, so. Dann kicken wir mal nach. Ja. Aber ich glaube, die Halbsteps, die legen sich, glaube ich, nicht mit Schnee zu, ne? Ne. Oh, Kacke. Das ist ja doof. Och, Kacke. Hm? Oder? Was? Ne, die Halbsteps legen sie nicht mit Schnee zu. Das ist doof, das gefällt mir nicht. Ey, ich habe schon wieder Ziegen zwischen die Häuser. Wen hast du zwischen den Häusern? Eine Ziege. Ja, ne, ich könnte ja jetzt was erwähnen, aber... Lass das. Ich glaube, ich mache hier auch nochmal einen Durchgang, oder? Kennst Warum du jedes das? Mal hier rumlaufen? Kenne ich nicht. Kennst du das? Nicht das Ziegenthema? Nee, welches Thema soll ich kennen? Das Ziegenthema, ja. Thema. Nee, kenne ich nicht. So, ich gehe mal auf den Dachboden. Boah, sieht das cool aus, ey. Oh, weißt du nicht, dass ich Kaffeedurst langsam kriege? Hol dir einen. Wir reden aber erst vom Kaffee, ne? Ja. Ach so, dann ist ja gut. Oh, Leute, ich muss mich erstmal strecken und recken hier. Immer dieser René, ne? Hallo, das warst du ja wohl. Nicht ich. Der ist noch da. Oh, Mist. Natürlich bin ich noch da. So, ich werde erstmal runterkommen. Jetzt werde ich erstmal gucken, was du da schon wieder für einen Mist machst. Bevor ich denn die irgendwann mal langsam die Aufnahme beende. Weil wir haben jetzt knapp 2 Stunden. Doch so viel. Jupp. Wo lässt du. Oha. Wo lässt du den. Ach, hier soll der Weg lang gehen? Da, wo der Schnee nicht ist. Und du? Dein Hund ist richtiger Gangster, ja, hat so ein Goldkettchen um, ja. Echt? Cool. Aber lass ihn bitte, ja, mach den nicht kaputt. Wie das klingt. Macht der schon wieder? Eine Platte draußen vor der Tür. Der Hund. Na komm. Der nicht. Ey. Der Hund kommt mir hinterher. Hä, wo bist du hin? Ja, ich gehe ein bisschen schneller. Ach, siehst du, Bücherregale muss ich mir auch noch hinbauen. Obwohl das. Ja, mal sehen. So, Wuffi, wo bist du? Zu Hause. Tjo. Er ist zu Hause, René. Kennst du meine Bergbude eigentlich schon? Was für ein Vieh? Meine Bergbude drüben in der Survivor-Welt. Nein.
Ach, ich denke, du guckst meine Videos, du Pfeife. Wer sagt das? Da haben wir's. Dass ich. Ja. Ich schenke dir gleich einen klebrigen Kolben ein. Nee, das war jetzt wirklich ekelhaft, was du jetzt gerade erzählt hast. Chris mit, ne? Was? Das ist ein bisschen ekelhaft, was du gerade gesagt hast, ne? Ja, wer was Falsches denkt, ne? Ja, aber trotzdem, mir einen klebrigen Kolben zu. Bist du eklig. Boah, scheiß die Wand an, ey. So, da ist meine schöne neue Hütte. Oh, ey, sieht die cool aus, ey. Total modern. Pass auf, dass sie vor Coolheit nicht auseinanderfällt. Wenn sie mal nicht komisch, junge Frau. Nicht stöhnen, gibt's Geld aus. Das macht Wofi. Ja. Der arbeitet für dich nur. Oh, jetzt wollte ich wieder runter hochrennen hier. Ich renne auch immer runter. Besser. So. Nee, sieht das schön aus. Finde ich cool, dass ich das noch hingekriegt habe hier mit der Schneelandschaft hier. Tja, hier sieht das auch richtig gut aus. Ach siehst du, da gehe ich mal jetzt rein. In meiner alten großen Hütte. Mal sehen, wie das von da aussieht. Na, lass mich wieder rum hier. Yeah, das sieht cool aus. Ja, das sieht ja wirklich bald aus wie so ein modernes Haus. Nee, ich glaube, das muss ich noch ein bisschen verändern. Das sieht mir jetzt ein bisschen zu modern aus. Ne, Meister? Bist meiner Meinung, ne? Ja. Aber jetzt höre ich gerade die Sounddateien. Ist das vielleicht zu leise hier, sag mal? Nein! Hm. Okay. Supi. Echt, sieht das geil aus. Okay, irgendwie müsst ihr den Weg doch nochmal machen hier. Alle immer hier rumlaufen, das ist ja kacke. Aber ich glaube, das sagte ich schon mal, ne? Immer hier rumlaufen ist kacke? Nein, das hast du heute noch nicht erwähnt. Ne, echt nicht. Ne. So, hier machen wir mal zwei Fackeln vor der Tür. So, da würde ich sagen, komme ich mal zu dir rüber gestiefelt nochmal. Und wir machen nochmal einen nächtlichen Abendspaziergang hier. Schön durch diese schöne Schneelandschaft. Na, Wuffi, kommst du? Wo bist du? Hey! Ja, wo bist du denn? Ach, da bist du. Na, komm. Komm, mach den Schnee nochmal gelb. Ja. Ups. Komm. Also der Zufallsgenerator von dem Media Player, die kannst auch eine Pfeife rauchen, du. Das kann doch schon mal. Cool. Jetzt gehen wir mal hier lang.
Ah, das sind ja auch alles Halbsteps hier, ne? Oh, shit, oder? Nee, das sind doch keine Halbsteps hier. Nee, hier ist ja auch Shani. So, dann gehen wir hier wieder runter. Und, nein, hier gehen wir nicht runter. Wir gehen hier wieder hoch. Hier regnet das, weil hier natürlich jetzt ein normales Forest-Biom ist. So, dann gehen wir mal hier runter, ja, und dann gucken wir mal, was er da hinten Schönes gebaut hat. Wer stapft so spät durch Schnee und Kälte? Das ist René, der gibt Luke eine Schelte. Da sehe ich ihn doch schon im Haus rumtigern. Klopf, klopf. Dann kommen sie rein. So. Ich stehe hier am Fenster. Hey, tschüss. Was hast du denn hier oben zu hängen? Wer soll das denn sein? Das ist doch der eine Typ hier von Shadow Warrior. Ach, hier eine Flagge hast du auch, ja? Ach. Und das hier oben ist dein Haustier in der Bahn, ja? Ja. Alles klar, ey. Hier, guck mal da, ne? Selbstporträt. Was ist denn das hier für eine Truhe hier? Ach, eine Endertruhe? Hast du Tatsache. Boah, da hat der hier eine Endertruhe, ey. Warte mal. Hier, schenke ich dir. Muss reingucken in die Truhe. Reingucken, Mensch. Oh, ist er ein Pilz. Jetzt hat er das weggemacht, weil ich ihm Schönes geschenkt habe. Okay, dann machen wir das nochmal. Warte. Ah, ne, hey, jetzt ist es wieder drinne? Hä? Ah, leck mal die Füße, Alter. So. Ich würde sagen, ich begebe mich nochmal auf meinem Kirchturm. Stell dich nicht mehr vor mir, sonst muss ich immer durch dich rumlaufen. Haha, ich war schneller wie du. Auf dein Kirchturm? Ja, aber ich gehe hoch. Ich mach das. Ich bescheiß nicht. Ich flieg nicht. Oh, er kommt ja auch hinterher gelaufen. Weil dann werden wir mal die Aufnahme jetzt mal langsam beenden. Weil wir sind bei 2 Stunden und 8 Minuten. Guck mal, hier kannst du zum Beispiel dein eines Haus kannst du hier schon mal sehen. Nee, warte mal, hier. Von hier. Naja, so ganz dezent siehst du es da. Schnee hast ein bisschen auf dem Dach drauf. Und mein kleines Haus sieht man auch von hier. So, und dann würde ich sagen, mit dieser schönen Aussicht hier in dieser schönen Schneelandschaft. Er muss. Hallo, willst du da runterfallen oder was? Komm mal wieder zurück hier. So, ich würde sagen, mit dieser schönen Aussicht werden wir die Aufnahme beenden. Beim nächsten Mal schauen wir mal, ob ich wieder alleine bin oder ob er wieder mitmacht. Ja, und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, naja, ihr wisst ja, was ich damit sagen will. Gut, dann würde ich sagen, ich sag dann mal, haut rein und tschüss. Ciao, ciao.